Ich weiß nicht mal, was ich sagen. Das also was soll ich euch jetzt erzählen, Digga? Was soll ich euch erzählen? Das ist halt der schlechteste Trainer, den es auf dieser Welt gibt. Was soll ich euch anderes erzählen? Was wollt ihr denn von mir hören? Ja, in Bayern kann man mal verlieren. Nein, kann man nicht. Man kann da nicht 8-0 verlieren. Kann ja jetzt bitte einer einfach David Wagner entlassen, Alter, ohne Witz. Es fuckt mich einfach nur noch ab. Was für ein beschissenes Argument gibt es denn, damit dieser Hampelmann noch im Amt ist, Alter? Aber das Ding ist halt, ich denke, ich habe mir so häufig in der Vergangenheit schon gedacht, so, Bro, chill ein bisschen, kritisier den Wagner nicht zu krass, so, du bist einfach nur irgendein Hampelmann, der bei sich auf dem Backforce-Stuhl sitzt und ein bisschen FIFA zockt, so, übertreib deine Rolle nicht. Und normalerweise ist es auch so. Aber das Ding ist halt, David Wagner macht halt offensichtliche Fehler, die jeder andere sieht, außer er. Also ich meine, ich denke, jeder von uns hätte David Wagner vor dem Spiel schon verraten können, dass Oczipka und Sebastian Rudi gegen Gnabry und Sané hoch verteidigen, das kann nicht funktionieren, Digga. Die haben den ja auf 50 Meter Sprint 10 Meter Platz abgenommen. Und dann verteidigst du gegen die hoch? Also so bescheuert kann man ja wohl nicht sein. Der gibt dir das Gefühl, David Wagner gibt dir wirklich das Gefühl, dass ein völlig planloser 22-jähriger Schwanz, der bei sich zu Hause im Gaming-Keller sitzt, David Wagner gibt dir das Gefühl, du hast mehr Ahnung als der. Ohne Witz. Also die einzigen Spieler, meiner Meinung nach, die David Wagner wahrscheinlich noch ansatzweise ernst nehmen können, sind die, die in der Rückrunde verletzt waren. Weil der allen anderen Spielern öffentlich letztes Jahr durchgängig gesagt hat, dass sie scheiße sind. Das ist ja das komplette Gegenteil. Der gar keine. Was ist das denn für eine Motivation? Ja, Junge, du bist 19 Jahre, aber du bist kein Bundesligaspieler, du bist komplett scheiße. Es hat übrigens 50 Sekunden Pressekonferenz gedauert in der neuen Saison, bis David Wagner wieder von der Reaktion zeigen gesprochen hat. Oh mein Gott, Digga. Was für eine Reaktion, Junge! Du hast 17 Spiele am Stück nicht gewonnen! Weißt du, was eine vernünftige Reaktion ist, dass du deine scheiß Koffer packst, du Vollidiot, Alter! Was für eine Reaktion! Die Reaktion von der Reaktion von der Reaktion aus der Vorbereitung, die Reaktion und davon die Reaktion. Und jetzt machen wir eine Reaktion auf die Hinrunde der Rückrunde, dann der Vorbereitung, dann dem 8-0 in München, müssen wir jetzt gegen Bremen wieder eine Reaktion zeigen. Bruder, bist du geistig eigentlich auf der Höhe, Alter? Was für eine Reaktion, Junge? Lösch dich mal. Was für eine Reaktion? Weißt du, was eine Reaktion ist? Dass ich nach dem Spiel gekotzt hab. Das ist eine Reaktion, Alter. Weil ihr so eine Scheiße gespielt habt und ich mich mit 8 Shots besaufen musste. Weil ihr so scheiße seid. Das ist eine Reaktion, Alter. Das ist eine Reaktion. Dass ich hier aussehe wie Prinz Markus von Anhalt und meine Birne gleich explodiert und ich rot wie eine Tomate bin, das ist auch eine Reaktion. Oh mein Gott, Alter. Dieser Vollidiot. Dieser, oh mein Gott, Digga. Wie kann so einer Trainer sein? Ich verstehe es nicht. Wie kann so einer Trainer sein? Ich verstehe das nicht, wie der Trainer sein kann. Bitte erklär mir das einer. Ich will einfach nur ein Argument hören. Ich will einfach nur ein Argument hören, wo ich mich hier hinsetze und sag: plausibles Argument. Es gibt keins. Es gibt keins. Es gibt keinen taktischen Plan. Es gibt keine Erfolgserlebnisse. Nix. 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 Es gibt nix. Was will der mir denn erzählen? Oh, wir haben ein Testspiel gegen Bochum gewonnen. Stark, Bruder. Nice. Hammer! David! Ein Testspiel gegen Bochum! Ja, Mann! Ich muss euch das zeigen, weil jetzt wieder einige denken werden, die sich nicht so krass mit Schalke auseinandersetzen. Was ist mit dem Kleinwüchsigen ohne Bartwuchs da? Warum regt er sich denn so auf? Komm, ich zeig euch das! Ich zeig euch das, warum ich... Hier! Da! Guckt euch die Scheiße an! Da! Wo ist es? Da! Hier! Da! Ich zeig euch das! Warum rege ich mich so auf? Deshalb! Guckt dir die Scheiße an! Guckt dir die Scheiße an! Das ist Kontinuität. Das ist nämlich kontinuierlich Scheiße. Wenn ihr da hin wollt, dann macht. Dann halt an David Wagner fest. Guck dir die Scheiße an. Und sag mir, ich soll mich beruhigen. Wir haben in den letzten zwei Spielen unter David Wagner ein Torverhältnis von 0-12. 0-12. Unser letztes Tor war am 14. Juni gegen Leverkusen und es war ein Elfmeter. Wir haben... Digga, das ist ein ganz klarer Aufwärtstrend. Wir haben in den letzten 5 Spielen 3 Tore erzielt. Doch, hör mal, was ist denn hier los, Junge? Wenn Werder Bremen als Verein dafür sorgt, dass David Wagner auf Schalke entlassen wird, hat der Verein Werder Bremen mehr für Schalke getan als Schalke selbst dieses Jahr. Wir machen daraus was Gutes. Okay, pass auf. So, Punkt jetzt. Okay,
Sucht euch irgendeine gemeinnützige Organisation aus Werder Bre- aus Bremen aus. Ich spende 1.000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung in Bremen. 1.000 Euro, egal wohin, kann ein Tierheim sein, was weiß ich nicht. Ich tue der Stadt Bremen auf jeden Fall was Gutes und ich kaufe mir ein Werder Bremen-Trikot mit David Wagner drauf. Deal. Wenn die dafür sorgen, dass David Wagner entlassen wird, machen wir das. 1.000 Euro an irgendein Rotes Kreuz Bremen, Tierheim Bremen, Kinderheim Bremen, keine Ahnung, irgendwas, irgendwas. Ich weiß nicht mal groß, wo ich anfangen soll, weil es ist die letzten 8-9 Monate oder so eigentlich immer so gewesen, seit dem Gladbach-Spiel, dass ich mir irgendwie immer so die 5-6 Tage vorm Spiel habe ich mir immer so gedacht, so ja, ist Schalke, ist David Wagner, wir kriegen aufs Maul und gut ist, das wird eh nix. Und dann immer so 3-4 Stunden vorm Spiel ist bei mir im Kopf der Schalter umgelegt und ich hatte halt wirklich irgendwie auf einmal das Gefühl, dass da was geht. Und ich sag's ja nochmal, David Wagner ist ja menschlich ein extremst nicer Typ. Ich habe den ja einmal ganz kurz kennengelernt. Der hat auch in den Interviews für mich einen stabilen Eindruck gemacht, immer menschlich. Ich fand halt nur, dass der trainermäßig die falsche Besetzung jetzt war, weil der Typ halt ein Krisenmanagement von einer toten Taube hat. So, der hat jetzt seit 17 Spieltagen irgendwas von einer Reaktion erzählt und die kam halt immer noch nicht. Ja? Die wird auch nicht mehr kommen, weil er jetzt seine Koffer packen musste. Aber menschlich sagt ja keiner was gegen den. Und hätte mir vor dem Spiel einer angeboten, yo Bro, ey, David Wagner, der startet jetzt eine Serie und der gewinnt gegen Köln, gegen Bremen 4-0 und dann geht's richtig ab, dann hätte ich sofort unterschrieben. Ja, natürlich. So, das ist ja keine, Zielpropaganda gegen David Wagner als Person gewesen, sondern ich will ja einfach nur, dass es wieder läuft. Und komischerweise hatte ich dann irgendwie so 3-4 Stunden vorm Spiel, auf einmal war ich richtig drin und ich dachte mir so, ja Mann, Digga, warum nicht, Alter? Jetzt gegen Bremen, die Aufstellung sah auch gut aus, Offensiv, Viererkette. Und ich dachte mir so, ja, Digga, warum eigentlich nicht? Bremen ist auch kacke, heute könnte was gehen. Und dann gucke ich die ersten 10 Minuten von dem Spiel. Und ich dachte mir schon wieder, alter Falter. Was ein Hobbykick. Alter Falter. Das war ja so schlecht, ne? Bremen hat ja jetzt nicht krass gespielt. Das ist jetzt nicht so, als hätten die Bremer uns an die Wand gespielt. Das war ja so, dass wir beide scheiße waren. Das war ja wirklich so, Schalke, oder sagen wir mal so, Bremen scheiße. Und Schalke nochmal beschissener. Reaktion zeigen und so weiter und so fort. Finde ich übrigens nice. Also den schreibe ich mir auf jeden Fall auf die Fahne. Den schreibe ich mir. Digga, ihr könnt bei so vielen Sachen könnt ihr sagen, ah Digga, Broski, fühl dich nicht. Fühl dich nicht, das bist du nicht. Aber was ich mir safe auf meine Fahne schreibe, ist, dass ich dieses eine Reaktion zeigen. Das habe ich zum Meme gemacht, Alter. Das habe ich zum Meme gemacht, weil das erzähle ich euch schon seit einem halben Jahr, wie krass mich das abfuckt, dass der nach jedem scheiß verlorenen Spiel immer sagen, ja, aber wir müssen jetzt eine Reaktion zeigen im nächsten Spiel und dann verlieren die schon wieder. Ja, wir müssen jetzt im nächsten Spiel eine Reaktion zeigen. Ja, wir müssen jetzt gegen Bayern eine Reaktion zeigen. Ah, jetzt gegen Bremen. Keine Ahnung, Alter. Den schreibe ich mir auf die Fahne. Der kommt von mir. Der kommt von mir. Da muss er erstmal eine Reaktion zeigen. Also ich meine, Ibisevic muss ich erstmal ganz ehrlich sagen, klar, Ehrenmann, aber Bruder, wie kannst du denn so doof sein? Und mit Schalke 04 unter David Wagner da einen Vertrag unterschreiben, wo du von Erfolgsprämien abhängig bist. Erfolgsprämien bei Schalke, also das ist schon mal komplett bescheuert, Bruder. Wenn das so weitergeht, kriegst du bis Dezember nicht mal eine Punktprämie. Ich weiß nicht, also mir, ich habe keine Vorstellung, wie das was werden soll. Und das ist so traurig. Das ist so unfassbar traurig, Alter. Und das fuckt mich an dieser ganzen Geschichte ab, wenn ich das einordnen könnte und sagen könnte, ey, Digga, das ist Schalke so. Jeder Verein hat mal eine schlechte Phase. Dann würde ich das hier mit dem ganzen Social-Media-Hype, ich würde das alles feiern und ich würde mir jeden Morgen dreimal darauf einkeulen, dass die fucking Bild bei mir zu einem Interview anfragt, dass alle Sportzeitschriften, dass alle Sportmedien über mich in Fernsehen, Zeitschrift und sonst wo berichten, dann würde ich das ja feiern. Das Problem ist, ich feiere es überhaupt nicht, weil das Ganze auf dem Nacken von meinem Verein passiert, der gerade am Verrecken ist. Ey, das möchte ich aber nochmal zum Abschluss sagen. Egal, wer als nächstes auf der Trainerbank sitzt. Oh, egal, wer es ist. Egal, wer es ist. Es kann, egal, Digga, da kann, ich nenne jetzt keinen Namen, ich fronte niemanden, ausnahmsweise mal keinen Front, egal wer da sitzt. Bruder, merk dir eine Sache, bei allen Schalke-Fans, du solltest den Satz, wir müssen eine Reaktion zeigen, streich den direkt aus deinem Wortrepertoire, direkt raus. Freunde, das erste Spiel unter dem neuen Trainer und der Baum brennt. Der Baum brennt. Also tut mir leid. Ja, natürlich sind wir am Arsch. Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass du als FC Schalke 04 das nicht hinbekommst, dir irgendeinen vernünftigen Rechtsverteidiger zu holen. Also come on. Alter.
Und ich finde, du hast gestern in dem Spiel wieder gesehen, widerspricht mir da gerne, aber ich finde, du hast gestern wieder in dem Spiel gesehen, dass die Schalke-Mannschaft in der Zentrale wirklich nicht schlecht besetzt ist. Natürlich, in Stamboli sieht aktuell bei vielen Situationen nicht gut aus. Natürlich sind Spieler wie Mascarell und Bentaleb absolut nicht auf Top-Niveau und absolut nicht eingespielt, weil die lange verletzt waren oder lange nicht gespielt haben. Aber das Problem liegt für mich, vor allem in der individuellen Klasse, nicht in der Zentrale. Das Problem liegt ganz klar auf den Außen. Offensiv haben wir keine Außen, die existieren nicht. Und defensiv haben wir mit Schöpf und Oczipka zwei Außenverteidiger, so Schöpf ist ja eigentlich kein Außenverteidiger, aber der spielt ja nun mal jetzt, zwei Außenverteidiger, die für mich maximal, keine Übertreibung, maximal mittleres Zweitliganiveau sind. Das muss ich so ehrlich sagen. Schöpf und Oczipka auf den Außenverteidigern sind für mich maximal Zweitliganiveau. Da kannst du nicht mehr von Bundesliga-Durchschnitt sprechen. Die sind langsam, die haben absolut keinen Zug nach vorne, die haben absolut kein taktisches Verständnis, die haben 0,0 Technik. Wer will denn jetzt in Schalke investieren? Wer will denn jetzt Anteile von Schalke kaufen? Das ist so, ohne Witz, wisst ihr, wo Schalke gerade steht? Ich gebe euch ein Beispiel. Das ist sogar ein 11 von 10 Beispiel. Ihr guckt euch ein Pferderennen an. 10 Pferde stehen auf der Rennbahn. Ganz vorne hast du ein Pferd, braun, boah, rennt wie der Wind, gewinnt jedes Rennen. FC Bayern. Auf der 2 hast du ein ganz junges Pferd. Sehr schnell, noch ein bisschen unbeholfen, macht manchmal dumme Fehler, aber hat in jedem Rennen die Chance, ganz vorne mitzuspielen. Borussia Dortmund. Dann hast du da irgendwo ein goldenes Pferd rumrennen. Hat sich irgendein reicher Sack einfach gekauft. RB Leipzig ist auch sehr gut mit dabei. Dann hast du noch so ein paar junge wilde Pferde. Die kommen von weiter her aus unterklassigen Turnieren. Union Berlin, Stuttgart. Die machen aber ihre Hausaufgaben. Das funktioniert gut. Und dann hast du ein verficktes, abgegammeltes, dreckiges, zweibeiniges Pferd stehen. Was nicht laufen kann. Was Krebsgeschwüre am Hals hat. Was jedes scheiß Rennen verliert. Zu manchen Rennen nicht mal mehr antritt. Und da stellst du dich vor und sagst, zu verkaufen. Wer will dieses schöne Pferd haben? Sie können jetzt investieren in dieses super Pferd. Es wird jedes Rennen gewinnen. Meinst du, da stellt sich irgendjemand hin und sagt, oha, ich brauche dieses Pferd? Das ist ein geiles Pferd, Digga. Darauf setze ich meine Kröten. In jedem Rennen. Dieses Pferd wird alles rasieren. Du kannst von Glück reden, dass da irgendeine demente alte Oma herläuft, die ein paar zu viele Schilling in der Tasche hat und sich denkt, oh, das ist aber ein süßes Pferd. Sabine, haben wir 4 Grosche übrig? Ich möchte Hengst haben. Super. Schalke 04 stand jetzt auf Tabellenplatz 17, ein Punkt vor Mainz 05. Ich habe gestern mal nachgeguckt, ich glaube, wir sind 5 oder 6 Punkte vom internationalen Geschäft entfernt. Die Leute haben Schalke abgeschrieben, aber der S04 ist wieder da. 5 Punkte entfernt vom internationalen Geschäft. Was wollt ihr mir denn erzählen, Junge? Nächstes Jahr, Europa League, Champions League, alles. Unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich. Aber, Schalke hat gestern unentschieden gespielt. Und ich sag euch ganz ehrlich, viele haben jetzt danach gesagt, boah, Digga, Schalke mittlerweile so tief gesunken, dass man sich über einen Punkt von Union freuen muss. Dass man sich gegen einen Punkt mit gegen Union, dass man sich damit zufrieden geben muss. Und ja, es ist so. Wir haben nicht auf einmal angefangen, Union Berlin auseinanderzuschrauben und die an die Wand zu spielen. Aber wir haben uns nach einem 0-1 nicht dahingestellt, wie so 11 Pussys auf dem Platz und gesagt, jetzt geht das schon wieder los. Jetzt verlieren wir hier schon wieder. Oh nein, nein. Wir haben versucht, was dagegen zu machen. Im Rahmen unserer Möglichkeiten, die sind aktuell nicht krass. Aber wir haben was dagegen gemacht und damit bin ich zufrieden. Wir haben 1-1 gespielt, ist okay. Diesen einen Diagonalball, den Bentaleb da perfekt in den Fuß gespielt hat, das habe ich seit 5 Jahren nicht mehr auf Schalke gesehen. Da dachte ich mir, Maschallah, Junge. Ey, Bentaleb könnte so ein krasser Zocker sein, ne? Ihr merkt bei einem Kollegen, Freundin, whatever, Lehrerin, ihr merkt, dass die irgendeinen Tick hat. Dass die irgendein Wort falsch ausspricht, dass die irgendeine Redewendung immer sagt. Und euch fällt das über so ein halbes, dreiviertel Jahr nicht auf? Und irgendwann kommt ein Kollege zu euch und sagt zu euch, Digga, achte mal darauf. Die sagt anstatt als immer wie. Und dann achtet ihr nur noch darauf. Euch fällt es nur noch auf. Und so ist es bei mir mit Oczipka. So seit 1,5 Jahren achte ich darauf, wie häufig dieser Typ auf dem Weg nach vorne abdreht und wieder den Pass in die Mitte oder wieder nach hinten spielt. Oder zum 500. Mal halb hoch aus Verzweiflung den Verteidiger anpasst.
und einen Einwurf rausholt. Ich krieg jedes Mal einen Kopfreiz, wenn ich das sehe. Ich find's geil, dass wir jetzt halt wieder mal einen Trainer haben, der sagt, Digga, ist alles möglich, Mann. Und wenn wir da abgeschossen werden, dann werden wir da abgeschossen. Aber was bringt es jetzt, mich da hinzusetzen und vor dem Spiel zu sagen, oh nein, wir müssen in Dortmund ran, jetzt kriegen wir wahrscheinlich wieder 5 Dinger. Nein, ist doch noch nicht passiert. Guck, dass du irgendwas reißen kannst. Wenn du danach verlierst, dann kannst du immer noch einen auf den machen, aber noch nicht vor den Spielen. Das finde ich gut. Mitte zu, Steini! Mitte zu! Nabil! Bentaleb! Benti! Nabil! Komm, Gonzo, komm, Mitte zu! Digga, diese scheiß Hobbytruppe! Diese verschissene Hobbytruppe! Einfach, das sind Hobbys, Alter. Das sind einfach Hobbys, Mann. Einfach eine Hobbytruppe. Ich schwör auf alles, Alter. Wir haben so ein gutes Spiel gemacht, halt die Fresse! Ihr standet 60 Minuten mit 11 Leuten hinten drin. Eure einzige Taktik war Jesus beten, war eure Taktik. Was für gut! Was für gut! Das war nicht gut! Hilfe! Du hättest in der ersten Halbzeit... Ich mach jetzt, kommt der Schalke Real Talk, Alter. Hilfe, ich bin sauer, Alter. Ich bin sauer, Hilfe. Du hättest in der ersten Halbzeit den Mannschaftsbus in den 16er fahren können. Es wäre genau aufs Gleiche rausgekommen. Digga, ich hab noch nie so... Ey, das ist lustig. Ich hab noch nie so eine unfähige Mannschaft gesehen. Die können... Ohne Witz, mittlerweile... Ich glaube nicht mehr, dass es an den Trainern liegt. Die Mannschaft kann als Real Rap keinen Fußball spielen. Die können keinen Fußball spielen. Ich sag's euch ganz ehrlich, guckt euch das an, die können keinen Fußball spielen. Und dann laufen sie da wieder rum, die 20 Millionen Bentalabs, und verzweifeln an 3-Meter-Pässen. Rabbi Matondo, Wahnsinnsspieler, der kann rennen und sonst nix. Irgendwann sollte man dann vielleicht auch nach 20 Ingame-Minuten verstehen, dass man einen Spieler wie Guerrero nicht mit einem Mann pressen kann. Das funktioniert nicht, weil der Typ technisch überragend ist. Der spielt den auf dem Bierdeckel nass. Alter. Wenn das funktioniert, dann sagt keiner was. Dann hast du dir irgendwie 0-0 in Dortmund erschimmelt. Aber Bruder, das war spielerisch. Das ist keine Übertreibung. Ihr wisst, dass ich häufig in diesen Rage-Talks oder so ein bisschen übertreibe. Aber das war mit dem Ball maximal Drittliganiveau. Hilfe, war das schlecht. Wisst ihr, was krass ist, was ein Kollege zu mir gesagt hat? Ihr hättet im Januar, als noch kein Lockdown war, an dem Tag, wo Schalke gegen Gladbach gespielt hat, hättet ihr abends auf den Schalke-Sieg in den Club gehen können. Hättet euch richtig geil besaufen können. Boah, geil, Alter. Schalke hat Gladbach 2-0 zu Hause weggeklatscht. Willkommen in die Champions League. Hättet euch richtig die Kante gegeben. Hättet einen absoluten One-Night-Stand mit irgendeiner Schabracke geschoben. Hättet die Alte geschwängert, weil Gummi gerissen ist. Die Alte hätte 9 Monate lang das Kind ausgetragen. Ihr hättet jetzt einen Sohn. Und in der Zwischenzeit hat Schalke einfach immer noch kein Spiel gewonnen. Perfekt. Hast du Angst um Schalke? Ich hab sehr viel Angst um Schalke. Ich hab wirklich sehr viel Angst um Schalke. Real Talk, ich hab richtig, richtig Angst um Schalke. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wo der die 33 km/h hernimmt. Also, I don't know. Aber für mich, Oczipka hat einen Antritt von einer Ente. Ich weiß nicht, wo der die 33 km/h hergenommen hat. Entweder haben die sich vermessen, oder der Typ hat halt wirklich Antritt 14 und Sprintgeschwindigkeit 85. Es ist mal wieder Zeit, über Fußball zu reden. Und wir reden über den FC Schalke 04, der jetzt Tabellenletzter ist. Der FSV Mainz 05 hat sich gedacht, wir gewinnen in Freiburg, wir schicken den FC Schalke 04 auf den absolut verdienten 18. Tabellenplatz. Das Traurigste ist halt wirklich, dass mit Abstand unser bester Spieler ist fucking Renault, Alter. Der zweite Torwart von Frankfurt, den wir ausgeliehen haben. Ein Auslaufmodell von Frankfurt ist mit Abstand unser bester Spieler. Das kannst du dir nicht ausdenken, Alter. Dass sie das spielerisch nicht abreißen, kann ich ja verstehen. Aber wie die gegen Wolfsburg die erste Halbzeit gespielt haben, ist ein Skandal gewesen, Alter. Das war so eine traurige Scheiße. Das habe ich lange nicht mehr gesehen, Alter. Das ist genau das, was Marco sagt. Null Bereitschaft, gar nichts. Gar nichts. Dann meine Fresse, setz mal ein Ausrufezeichen und wichst da mal mit 200 km/h rein, nimm eine gelbe Karte mit. Aber selbst das passiert ja nicht. Kein Plan, natürlich steigen wir ab. Guck dir die Scheiße doch an. Das ist die jämmerlichste Hobbytruppe, die ich jemals gesehen habe. Es ist traurig und ich verstehe auch nicht, warum da niemand mal hingeht und den in den Arsch tritt. Warum gibt's da nicht einen, der den mal wirklich in den Arsch tritt und sagt, das ist erbärmlich, was ihr macht. Seit 600 Millionen Jahren muss ich mir anhören, hier die Ansätze waren gut, da die Ansätze waren gut. Halt die Fresse, alles scheiße. Es ist alles scheiße. Die gehen nicht mal in die Zweikämpfe rein. Nicht mal.
Das fing doch schon vor einem Jahr an, Alter. Wo wir uns abgefeiert haben. Wo wir uns abgefeiert haben, dass wir 5-0 gegen Leipzig zu Hause abgeschlachtet worden sind. Weißt du, was das Signal damals war? Ja, kann mal passieren, ist ein Ausrutscher. Lassen Sie sich noch vor der Nordkurve feiern. Geil. Hype. Super. Super, Mann. Das war damals, das war der Anfang vom Ende. Fliegst du gegen Bayern München 1-0 aus dem Pokal raus, hast einen halben Torschuss, spielst einen absoluten Antifußball, lässt dich feiern. Haben Bayern gut Paroli geboten. Hype. Mich nimmt das nicht mehr emotional mit. Ich sitze vor dem Fernseher und denke mir, ja, here we go again. Erzähl mir was Neues, Schalke liegt hinten. Ich kann nur noch heulen. Wirklich, ich kann nur noch heulen. Da geht ja gar nichts. Auch so selbsternannte Kapitäne wie Mascarell und Stambouli, da geht ja keiner voran. Keiner zeigt mal eine breite Brust. Keiner gibt mir irgendwie als Fan das Gefühl, dass da einer versucht, was zu machen. Nein, die kassieren ihre 6, 7, 5, 4 Millionen im Jahr und denken sich, scheiß drauf. Steigt der Verein halt ab, am Ende der Saison suche ich mir einen neuen Arbeitgeber. Genau das vermittelt mir diese Mannschaft. Ich könnte mich über alles aufregen. Dann holen die dann Naldo. Und Naldo ist ja ein geiler Typ. Und ich mag auch Naldo und es ist ja auch super. Aber was für eine Funktion hat der denn? Der sitzt da auf der Tribüne immer hier. Ja, Naldo, gut gelaunt. Ja. Nee, nix. Schrei die an. Sag denen, dass die scheiße sind. Sag denen, dass sie den Verein blamieren. Nicht hier so. Nein. Das ist so ein lustloser Haufen Scheiße. Ich fass es nicht. Ich fass es wirklich nicht. Wir haben den 8. Spieltag, Alter. Ein Viertel der Saison ist zu Ende. Wir haben 3 Punkte geholt. Ich habe keinen Bock mehr auf zweite Halbzeiten, wo ich mir dann anhören muss, die Ansätze waren gut. Nein, wir haben fucking 3 Punkte. Wir haben 24 Gegentore bekommen, Alter. Das ist erbärmliche Scheiße. Wir sind nicht nur auf den Spuren von Tasmania Berlin. Wir sind Tasmania Berlin. Lasst uns umbenennen in Tasmania Schalke, Alter. Ohne Witz, wir gehen aus dieser Saison ohne einen einzigen Sieg. Macht eine Wette. Ich glaube nicht mehr dran. War das übrigens abzusehen, dass ein Tor durch Caligiuri entstehen wird? War das abzusehen? Also ich habe mir vor dem Spiel so gedacht, so Caligiuri Freistoß gegen Tor. Kannst du eigentlich Geld drauf wetten? Aber war hinterher Eigentor von Suat. Ja, es ist krank. Also ich hoffe, Vorlage Gregoritsch auch, lol. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Da habe ich gar nicht drauf geachtet in dem Moment. Ich habe mich wirklich so gefreut bei den Toren, ne? Ich habe mich so gefreut, weil das wirklich in der zweiten Halbzeit, das war spielerisch nicht perfekt, aber die Mannschaft hat gekämpft. Du hast richtig gesehen, dass die wollten. Du hast gesehen, dass auf einmal, weiß nicht, wer das Spiel komplett gesehen hat, in der Zusammenfassung wird es vielleicht nicht so rüberkommen, aber du hast auf einmal nach dem 1-1 von Raman gesehen, dass das erste Mal, vielleicht das zweite Mal nach dem Mainz-Spiel, in der Mannschaft auf einmal ein Feuer entfacht worden ist, dass die selbst an sich geglaubt haben. Du hast auf einmal gespürt, dass diese Mannschaft wirklich auf dem Platz stand und sich gedacht hat, ja, Mann. Und dann kriegst du in der 93. wieder so ein Tor. Das ist unfassbar. Es ist unfassbar. Ja, Schalke hat es halt einfach nicht geschafft. Das war halt auch das Bittere. Wenn du mit einem Mann mehr in Augsburg führst, es erwartet niemand, dass du auf Teufel komm raus aufs 3-1 gehst, wenn du 27, 26 Spiele am Stück verloren hast. Aber die haben die Konter so schlecht ausgespielt. Nicht einmal versucht da irgendwie noch einen dritten Ball so richtig ins Tor zu zwingen. So bis auf diese Chance von Nassim. Die haben die Konter so schlecht ausgespielt. Ah. Fuck it, Alter. Nassim, Bruder, wenn er das siehst, hättest du den einen einfach reinmachen können, dann wäre 3-1, Klappe zu, Affe tot, ey. Aber die linke Seite, Ochipka Mondil, ist die schlechteste Flügelseite, die ich jemals in einem Bundesligaspiel gesehen habe. Der eine Typ kann nichts anderes, außer Gegner halb hoch anpassen und einen Einwurf rausholen oder nach hinten spielen. Oder mal eine Flanke 300 Meter am Tor vorbei zu ballern. Und davor ist ein Typ, der kann nicht mal einen Ball annehmen. Ich schwöre auf alles, ich habe einen besseren First Touch als Hamza Mondil. Wenn Hamza Mondil eine Fußball-Challenge mit der Crew aufnehmen würde, du würdest keinen Unterschied sehen. Der kann ja gar nichts außer rennen. Na, sagen wir mal, das sind 10-Klässler. Die haben Einführungsphase auf dem Gymnasium, Einführungsphase. Die wissen, oh fuck. Jetzt geht's los, ich komme in die Oberstufe. Und ein Jahr lang machen wir einfach gar nichts.
Keine Hausaufgaben gemacht, nix. Zur Klausur nicht mal hingegangen. Zur zweiten Klausur einmal ein Smiley mit dem Edding vorne drauf gemalt. Da, wo Name steht, Datum hingekritzelt. Da, wo Datum hinsteht, Namen vom Nachbar hingeschrieben. Perfekt. Und dann so 2 Wochen, bevor Notenvergabe ist, merken die so, oh. Scheiße. Ich habe ja gar nichts gemacht und in 2 Wochen gibt's Noten. Ey. Lass mal zusammen Referat machen. Vielleicht können wir noch eine Note rausboxen. Und dann kommt die legendäre Schalke 04 Schülergruppe zum Referat. Da stehen 6 Vollidioten, die gar nichts können. Und ein Suat Serdar, der dann da die Scheiße aus dem Dreck ziehen soll. Komm, Suat, mach das mal. Komm, Suat, erzähl mal was. Erzähl mal was über Zweite Weltkrieg, Suat. Komm, du kannst das so gut. Dann stehen da 10 Flöten, keiner kann Fußball spielen. Und dann so mittendrin so, ey, Scheiße. Komm, Suat, mach mal was, Suat. Komm, Suat, bitte mach mal was. Komm, spiel zu Suat, der macht das schon irgendwie. Und 10 Leute stehen da rum. Ja, also ich habe auf dem Plakat die Überschrift unterstrichen. Ich habe Bilder ausgedruckt von Wikipedia. Ich habe von einer Ulrike rechts nebenan die Buntstifte geklaut, damit wir auch ein bisschen farbliche Akzente setzen können. Und dann stehen sie da mit ihrer Präsentation. Perfekt. Super. Wird bestimmt eine 1. Werden bestimmt alle versetzt in die 11. Klasse. Ey, unfassbar, ne? Unfassbar. Also ohne Spaß, aber was da gestern abgegangen ist, das kann ich halt wirklich nicht verstehen. Also gefühlt die einzigen, die mir so ansatzweise, Nassim wurde da irgendwann ausgewechselt, keine Ahnung. Ich hab's jetzt auch nicht mehr auf dem Kopf. Aber die einzigen, die mir wirklich das Gefühl vermittelt haben, dass sie Bock haben, waren Suat und Sané hinten drin. Aber bei der Mannschaft bin ich mittlerweile so an dem Punkt so, ja. Die können's wahrscheinlich auch nicht besser mehr. Die sind halt einfach kacke so. Boah, aber ich muss es ehrlich sagen, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das fühlt. Ich weiß nicht, ob hier viele Schalke-Fans im Chat sind. Boah, ich kann mir dieses dumme Gelaber von Jochen Schneider gar nicht mehr reinziehen, ne? Ey, Hilfe, Alter. Ich kann mit... Bruder. In jedem zweiten Satz. Ja, ich bin aber nicht derjenige, der jetzt hier wegläuft, wenn's scheiße läuft. Ja, Bruder, jeder will aber, dass du deine Koffer packst. Was ist denn deine Amtsmission? In jedem zweiten Nebensatz Heidel zu fronten, weil der damals abgehauen ist. Ich habe das Gefühl, das Einzige, was Jochen Schneider macht, ist die ganze Zeit Heidel zu dissen. Ah, es hat nicht mehr wirklich viel mit Pech zu tun, was bei Schalke passiert. Der Kader ist einfach grottenschlecht zusammengestellt. Und ich weiß jetzt nicht, wie das ist, aber wenn Kolasinac wirklich Kapitän wird oder dem wirklich die Kapitänsbinde angeboten worden ist, habe ich auch im Stream schon mit dem Steini gesagt, das zeigt einfach alles. Dass ein Kolasinac kommt, finde ich ja gut. Und ich glaube, der kann uns auch weiterhelfen. Weil schlechter als Oczypka kann er nicht sein. Also tut mir leid. Und schlechter Fußball spielen als Hamza Mondil kann eigentlich auch nicht sein. Es würde mich auch wundern, wenn sowas funktioniert. Aber es kann doch nicht sein, dass ich einen Spieler, der vor 4 Jahren gegangen ist, den ausleihe und der dann instant Kapitän werden kann. Digga, das ist pure Verzweiflung und zeigt einfach nur, dass es in dieser Mannschaft gar keine Hierarchie gibt. Kann doch gar nicht funktionieren. Die steigen ab. Ja, steigen ab. Ist doch okay. Was mich halt einfach... Es ist so beschreibend für diese Saison, dass du einfach... Wie geisteskrank kann man einen Club missmanagen, wenn du in die... Du musst dir das mal vorstellen. Du spielst auswärts in Frankfurt und deine einzige Option für die offensiven Flügel ist der schlechteste Außenverteidiger der Bundesliga. Oh Mann, Digga! Wir gehen ohne Flügelspieler in die Saison und wundern uns, dass wir da unten stehen. Mann, Alter! Es war so klar. Ich hatte es so im Urin, dass dieser Jovic kommt und uns eine Kockschelle geben wird. Er hat uns 2 Kockschellen gegeben. Ey, Mann, Alter. Fang doch einen Spieltag später an, Jovic. Bruder, was ist denn los? Mach doch einen Spieltag später. Mann! Ja, keine Ahnung. Schalke Real Talk, was soll ich euch groß erzählen? Ich werde heute, denke ich, mal wieder keinen Schalke Real Talk machen. Erklär mir mal bitte, was bei Schalke 04 falsch läuft. Dann sagst du einfach Marc Uth. So. Die Mannschaft spielt ein halbes Jahr lang nur Scheiße.
Marc Uth ist der Hoffnungsträger Nummer 1. Macht ein Interview, wo der sagt, boah, ich könnte einfach nur heulend in die Kabine gehen. Wir brauchen unbedingt neue Leute, weil die Qualität stimmt hier einfach nicht. Und alle feiern ihn und sagen, ja, Mann, er ist bester Mann. Er haut mal auf den Tisch. Er ist der Einzige, der gute Leistung zeigt. Und original seit dem Interview spielt Marc Uth so, als wie ein Kreisligaspieler. Marc Uth spielt wie ein Kreisligaspieler. Ich habe bei dem Typ das Gefühl, der spielt Icon-Swaps, weil der nichts anderes macht, außer Leute versuchen zu tunneln. Und dann hast du den Sportdirektor Jochen Schneider, der im Doppelpass einfach mal kurz droppt. Ja, man soll sich von der Tabelle freimachen. Ja, Bruder. Stark. Starke Idee, Jochen. Ganz starke Idee. Wenn eine Bundesligamannschaft aus dem unteren Drittel an einem schlechten Tag nicht mehr braucht als eine halbwegs vernünftige Halbzeitansprache, um uns wirklich komplett die Grenzen aufzuweisen, Digga, dann weißt du, dass du in die zweite Liga gehörst. Tut mir leid. Bremen ist nicht krass. Bremen ist nicht spielerisch irgendwie ultra filigran unterwegs. Die haben einfach nur vom Trainer in der Halbzeit einen Arschritt bekommen und das reicht einfach für Schalke. Ich habe so einen guten Tweet gelesen, ne? Das ist ein böser Tweet, aber ich möchte ihn trotzdem rezitieren. Irgendeiner gestern auf meiner Timeline hat einfach getweetet, das einzige Gute an Alessandro Schöpf ist, dass 2021 sein Vertrag ausläuft. Und ich so, ja, Mann, fühle ich. Bruder, ich fühl's. Würde mich absolut nicht wundern, wenn Schalke ein halbes Jahr lang verliert und dann ausgerechnet gegen Dortmund gewinnt. Ja, würde mich absolut nicht wundern, wenn die vor einem Jahr gegen Gladbach ihr letztes Spiel gewonnen haben und dann ausgerechnet wieder gegen Gladbach gewinnen. Oh, würde mich nicht wundern, wenn die ein Jahr lang aufs Maul bekommen und dann ausgerechnet gegen Bayern gewinnen. Ich weiß nicht, wie ich die Scheiße schon gehört habe. Fakt ist, wir gewinnen einfach nicht, weil wir ein räudiger Haufen Müll sind. Mann! Ich möchte einfach, dass diese Saison vorbei ist. Weil wir absteigen werden. Ich möchte einfach, dass es durch ist. Erlöse mich von diesem Scheißleid. Bitte, können einfach alle Mannschaften, die ansatzweise bei uns in der Nähe sind, alle Punkte holen, bitte. Damit es rein rechnerisch so früh wie möglich nicht mehr möglich ist. Ich ertappe mich selber alle 2 Wochen, dass ich auf die Tabelle gucke und mir denke so, naja, also, wenn wir jetzt mal ein Spiel also dann könnten... Nein. Einfach nein. Wir steigen ab. Und ja, meine Meinung zu Nürnberg, super. Meine Meinung zu Kaiserslautern, super. Was sagst du dazu, dass Dortmund aktuell so schlecht ist? Super. Was sagst du dazu, dass Dortmund kriselt? Finde ich auch super. Was sagst du dazu, dass Leverkusen kriselt? Finde ich super. Was sagst du dazu, dass Tuchel Trainer von Chelsea ist? Finde ich auch mega super. Was sagst du dazu, dass Bayern München wieder die Liga gewinnen wird? Finde ich auch mega super, muss ich ganz ehrlich sagen. Was sagst du dazu, dass Hamburg und Bochum vielleicht aufsteigen? Finde ich auch mega super. Ich kann es nicht mehr hören. Fußball fuckt mich aktuell einfach ab. Ich bin innerlich gebrochen als Fußballfan, weil mein Verein sich einfach wie Vollidioten anstellt und weil da einfach nur Vollidioten im Verein was zu sagen haben. Dass Messi bei Barcelona verlängert, finde ich übrigens auch super. Ich finde alles super. Ja. Es ist immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche mit dieser Mannschaft. Die ersten 25 bis 30 Minuten ganz gut. Und dann kommt irgendein Spieler und denkt sich, du, ich habe jetzt einfach mal Bock, zu einem Kreisligaspieler zu mutieren. Dann liegst du 1-0 hinten und dann ist das Spiel vorbei, weil wir einfach nach vorne keinen Fußball spielen können. Das ist der FC Schalke 04 im Jahr 2020, 2021. Die können einfach keinen Fußball spielen. Das tut so unfassbar weh, Alter. Du musst es mal geben und ich habe mich in meinem Leben als Schalke-Fan, ich habe mich noch nie so geschämt. Ich habe mich in meinem Drecksleben noch nie so geschämt, wirklich. Da gewinnen Dortmund-Spieler, die selber bis zum Hals die Saison in der Scheiße stecken, gegen Schalke ein Derby und sagen in Interviews dann sowas wie, ja, die tun mir schon ein bisschen leid, die Schalker. Ich würde mir wünschen, dass die in der Liga bleiben, wegen dem Derby. Digga, ich will kein Mitleid von Dortmund. Du kriegst einfach Mitleid von deinem Erzrivalen. So tief sind wir gesunken. Junge, früher hättest du deinen Pimmel rausgeholt, deinen Arschloch in die Kamera gehalten, hättest gesagt, ja, Mann, Derby-Sieger, die haben Mitleid mit uns, weil die uns so auseinanderschrauben. Die haben Mitleid. Mitleid. Ich könnte heulen. Du kriegst von den Zecken Mitleid. Mehr Disrespect geht nicht. Wie heißt die Alte nochmal von dem Meme? Schwanz in meinen Arsch. Das ist dreimal Schwanz in meinen Arsch.
Mitleid von Dortmund-Fans. Das fühlt sich so an wie damals bei der Weltmeisterschaft 2014, wo wir Brasilien 7-1 weggeschallert haben und wir uns dafür entschuldigen mussten. Entschuldigung, dass wir euch 7-1 weggeklatscht haben. Bitte macht keine Bürgerrevolution da bei euch im Land, okay? Tut mir leid, dass wir uns euch so auseinandergeschraubt haben. So fühlt sich's an. Und dann denkst du dir, ja geil, nächstes Jahr wenigstens noch ein Derby. Gegen Bochum. Ja, aber nicht mit Schalke. Pass mal auf, Bochum steigt auf. Dortmund gegen Bochum ist das neue Derby. Und wir kloppen uns mit dem HSV darum, wer nächstes Jahr Vierter wird. Geil. Super. Rechtsverteidiger brauchen wir nicht. Ey Männer, wie sieht's aus mit dem neuen Torwart? Oh Scheiße, der Fährmann ist ja doch ganz geil. Der ist ja ein richtiger Schalker. Pack ihn wieder in die Kiste. Und dann im Winter Masterplan. Holst den 37-jährigen Huntelaar, der nur 2 km/h laufen kann. Super Idee. Geile Idee. 25 Minuten hat er gespielt. Hat sie das linke Arschhaar gerissen. Geil. Holst den William als Rechtsverteidiger. Hat 5 Minuten gespielt in der Hinrunde. Schmeißt ihn auf einmal auf den rechten Flügel rein. Eine geile Idee. Ey, eine super Idee. Eine richtig gute Idee. Weißt du, was das ist? Das ist ein Imposter von Among Us. Erstes Spiel, direkt einen Elfmeter verursacht gegen Wolfsburg. Das ist ein Imposter, ist das gewesen. Aber die Mannschaft ist mental richtig intakt. Die ist richtig intakt. Das Mannschaftsgefüge, die Hierarchie, die ist so gut. Die ist bei uns nämlich so gut, dass unser abgehalfter Kapitän, der wird im Winter einfach abgesägt. Verlierst du das Derby 4-0? Weißt du, wen du vor die Kamera schickst? Weißt du, wen du vor die Kamera schickst nach dem 4-0 im Derby? Da schickst du erstmal den Langer hin. Den 38-jährigen Torwart, der in seinem Leben 3 Bundesligaspiele gemacht hat. Schick den dahin, der Langer. Und noch den Mascarell, den abgesägten Kapitän hinterher, der keine 3 Wörter Deutsch sprechen kann. Ich mach ihm nicht mal einen Vorwurf. Aber wie kann man den nach so einem Spiel dahin schicken? Ah ja, es passt, wir haben eine... Ah, war nicht gut Spiel. Mir fehlt deutsche Wort. Was schickst du den da überhaupt ins Interview? Dann schick da gar keinen hin. Aber Hauptsache sich am letzten Transfertag in eine Winterpause noch in Doppelpass setzen. Die Ex-Trainer, die bezahlt werden, auch alle in Doppelpass rein. Geht am besten gesammelt in Doppelpass. Unsere Spieler und Trainer sind dieses Jahr häufiger im Doppelpass gewesen, als dass wir Spieler gewonnen haben. Das Verhältnis ist 2-1. Mach dir mal Gedanken. Meine Fresse, Alter. Wie kann man einen Verein so ruinieren? Mir geht's richtig auf den Sack. Mir geht's wirklich richtig auf den Sack, Alter. Weil es kommt nicht aus dem Nichts. Und dann setze ich da an David Wagner hin in Doppelpass und sag, die Entwicklung war ja schon die letzten 2,5, 3 Jahre abzusehen. Schalke ist ja schon gefühlt 3 Jahre im Abstiegskampf. Ja, ach nee! Da erzählst du ja was richtig Neues! Ich glaube, wir hätten eine Reaktion zeigen müssen, ne? Das war's. Das war, stimmt, das haben wir vergessen. Also da hättest du vor der Saison einfach sagen können, Männer, wir heben die Hand, wir sind scheiße, wir steigen ab. Die Mannschaft stellen wir aus Leuten aus der Nordkurve zusammen. Trainer wird irgendeiner von den Ultras Gelsenkirchen. Zack, steigst du auch ab, blamierst du dich auch, aber wenigstens zahlst du keine Millionen an Gehaltskosten. Jetzt haben wir einfach irgendwelche überbezahlten Millionäre, die für die Scheiße noch bezahlt werden. Die werden für die Scheiße noch bezahlt, wirklich. Könnt ihr mir im Leben nicht erzählen. Ich sag's euch so, wie es ist. 80% der Leute, die da arbeiten, die juckt das ein Scheißdreck, Digga. Die gehen abends nach so einem Derby, gehen die ins Bett und denken sich, ja, lief ja mal wieder scheiße, aber ich mach kurz meine Herner Sparkassen-App auf. Ach, geil. Ha. Fünfstellig. Das nervt mich so krass. Da könnte ich drüber kotzen.